Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. In dieser Folge möchte ich euch nochmal so ein paar Feinheiten von der Textgestaltung und wie man Text auf den Bildschirm bringt zeigen. Und dazu gibt es 4 Variablen, die ich definieren kann. Einmal Font, das hatte ich euch schon im 5. Video gezeigt, dann Text Align und Text Baseline, die ein bisschen anders funktionieren, als man das jetzt von den bisherigen Grafikobjekten gewohnt ist. Und dann gibt es noch eine 4. Variable, die man zuweisen kann, nämlich Direction, also dass man von links nach rechts oder von rechts nach links einen Text ausgeben kann. Allerdings habe ich festgestellt, dass der in keinem meiner Browser funktioniert, also weder in Google Chrome noch in Firefox noch in Internet Explorer, und deshalb werde ich diese Variable nicht betrachten in diesem Video. So, also drei Variablen, die wir uns ansehen werden, und dann die beiden schon bekannten Methoden Stroke Text, also einmal die Rand von einem Text zu zeichnen, und Fill-Text. Wir werden in diesem Video nur Fill-Text nehmen, um nicht unnötig kompliziert zu werden. Fill-Text, ich gebe am Anfang einen String ein, das hier angezeigt durch die Gänsefüßchen auf, Gänsefüßchen zu und diese Auslassungspunkte. Und dann gebe ich eine X- und Y-Position ein. Und um diese X- und Y-Position wird es jetzt vorwiegend gehen. So. Und das zeige ich euch jetzt gleich mal am Anfang. Werden wir uns eine Grafik erstellen, die zweimal Hallock Ausrufezeichen ausgibt. Sollte eigentlich Hallo heißen, aber wir brauchen diesen Kringelchen unten am G dran, um zu zeigen, wie das sich mit der Grundlinie verhält. Und die Grundlinie, die ist hier rot ausgedruckt, und das machen wir jetzt erstmal. Die brauchen wir, um dann festzustellen, wie funktioniert das mit der Position. So, 4 Schritte müssen wir definieren oder programmieren, nämlich einmal einen Text definieren, Text zeichnen, dann einen Vergleichstext ausgeben lassen und eben die Linie zur Überprüfung. Und als erstes mache ich mal meinen Grundtext, und da gebe ich zuerst den Schrifttyp ein und nehme 72px und Arial. So. Und der wird auch die ganze Zeit gleich bleiben. Und dann mache ich etwas, was wir eigentlich nicht machen müssten, weil das ist der Default-Wert, aber ich möchte euch das zeigen. Text Baseline ist unsere erste neue Variable. So. Und die setze ich auf Alphabetic. So. Wobei das eben tatsächlich auch der Default-Wert ist. So. Dann gehe ich hier rein und sage, ich möchte jetzt einmal den Text ausgegeben haben, und zwar mit Fill-Text, und dann gebe ich ein Hallock Ausrufezeichen und als Position 20 und 120. So, und damit hätten wir jetzt schon eigentlich einen Text auf dem Bildschirm stehen. Jetzt füge ich noch die Linie zur Überprüfung ein. So, das werde ich jetzt nicht so richtig kommentieren, weil ihr das im Prinzip wisst. Wir müssen Pfad öffnen, dann setze ich mir den Farbwert auf Rot, und zwar von dem Strich, also von dem Stroke. Und dann lasse ich mir hier auf der Position 20, 120 oder nee, auf der Y-Position 120, da lasse ich mir jetzt eine Linie zeichnen. So, ich beginne mit dem X-Wert 10, damit das ein bisschen vorher beginnt, die Linie. Und dann mache ich ein Line-To und gehe hier auf 460 und 120,
Also einmal horizontal quer über unsere Canvas. Dann muss ich mir das ausgeben lassen und den Pfad schließlich schließen. So. Und jetzt, wenn ich das Ganze abgespeichert habe, dann müsste das Ganze so aussehen. Ne? So. Jetzt brauchen wir noch unseren Überprüfungstext, den Vergleichstext. So. Und im Prinzip machen wir hier nichts anderes, können wir eigentlich hier übernehmen, als dass wir uns den Text noch einmal in unsere Zeile hineinsetzen und den dann aber deutlich verschieben auf der X-Achse, dass der weiter hinten gezeichnet wird. So. Das ist das Erste, was ich euch zeigen wollte. Und jetzt verändern wir die Baseline. So, auch das können wir erstmal kopieren. So, das könnte ich jetzt hier weglassen, wenn ich einfach nur hintereinander setzen wollte, weil klar, der Wert bleibt erhalten. Und so sieht das jetzt erstmal aus. Zweimal der gleiche Text hintereinander. Der einzige Unterschied ist der Wert, wo das beginnt. So. Jetzt möchte ich das hier verändern. Die Baseline kann ich verändern. Und zwar kann ich sagen, gleiche Baseline, aber die soll jetzt sozusagen ganz oben erscheinen. So. Und jetzt wird die Baseline nicht nach oben gerückt, sondern der Text nach unten. Das heißt, top heißt, der Text erscheint weiter unten auf dem Bildschirm. Und Entschuldigung, das ist am Anfang ist das ein bisschen verwirrend, weil man top denkt, das wird höher gesetzt, aber es wird tatsächlich runtergesetzt. Und wir schauen uns das an und so. Und jetzt, ihr müsst euch immer vorstellen, dass im Hintergrund wenn ein Text ausgedruckt wird, dann wird das im Hintergrund in ein Bild umgewandelt. Das heißt, das wird gerendert, das ist der Fachausdruck. So, und dann wird im Prinzip ein Bild auf den Bildschirm gesetzt, in dem die Buchstaben drinstehen. Aber in Form eben von Pixeln, die dann umgeändert worden sind oder Buchstaben in Pixel umgerechnet worden sind. So, und der obere Rand von dem Bild fällt jetzt auf die rote Linie drauf. So, das nichts anderes ist das. Es gibt auch einen unteren Rand, das ist der sogenannte Bottom. So, und wenn ich das mache, dann wird diese untere Schleife von dem G genau auf die rote Linie gesetzt. Das heißt, es wird noch weiter nach oben verschoben, als hier der erste unser normaler Text ist. So, ich lade das mal und jetzt seht ihr, also wenn ich Bottom angebe, also die Grundlinie auf Bottom, dann sitzt der Text noch ein Stückchen weiter oben. Wenn ich den Text genau in der Mitte haben möchte, genau auf der Linie drauf, dazu gibt es auch eine Variable, die nennt sich dementsprechend Middle. Und dann sieht das Ganze so aus. So, es gibt noch zwei weitere Befehle, und zwar einmal den oder zwei weitere Übergabewerte, einmal Ideographic, dann ist die Grundlinie mit der Grundlinie von ideografischen Zeichen gleich. Das wird beim Chinesischen verwendet, und es gibt noch Hanging, und das ist sozusagen, wenn es so ganz verschnörkelte Schriften gibt, dann haben die trotzdem eine Obergrenze und die sitzt dann manchmal aber unterhalb von einem Schnörkel. Das heißt, der Schnörkel, der geht dann noch über die Grundlinie hinaus. So, diese beiden Werte gibt es noch, ich habe die noch nie benutzt. Also meistens arbeite ich tatsächlich mit diesem Alphabetic oder wenn ich etwas konform zu einem Bild machen möchte, dann eignet sich das Top, weil ich dann nicht umrechnen muss, wo sitzt jetzt die Schrift mit ihrer Grundlinie, sondern ich kann einfach sagen, die Grundlinie sitzt
genau auf dem Bild drauf oder genau dort mit der linken oberen Ecke, wo ich das haben möchte. So, damit arbeiten wir jetzt auch mal weiter mit dem Top. Und jetzt zeige ich euch den anderen Befehl, nämlich den Text Align. So. Und der ist normalerweise ist der auf Left gesetzt. Das heißt, die linke Ecke, die ich hier angebe, mit den 240, von dort aus wird auch der Text geschrieben. So, und wir gucken jetzt uns das Ganze mal an. So, also es hat sich jetzt nichts verändert, außer dass wir eben durch das Top jetzt den Text unterhalb der Grundlinie stehen haben. So, dann gibt es den Befehl Right oder die Parameter Right natürlich. Den kann ich angeben. So, und jetzt passiert eben Folgendes. Es wird wieder dieser grundlegende Punkt genommen, 240, wie wir das hatten. Und von dort aus wird dann sozusagen das Bild bis dahin, bis zu diesem Punkt drangesetzt. Das heißt, es gibt ja auch noch so einen unsichtbaren Querstrich. Und einmal wird der dahinter gesetzt und einmal wird die Schrift davor gesetzt. So, und dann gibt es natürlich auch noch Center. Und dann liegt dieser Punkt, dieser X-Wert liegt genau in der Mitte. So, also wenn wir jetzt hier noch eine Linie von oben nach unten zeichnen würden, dann würde der genau unsere Schrift in zwei Hälften teilen. So, und das macht eben Text Align. So. Gut. Dasselbe kann man auch mit Stroke Text machen, also da gibt es keinen Unterschied. Ein Stroke Text macht eben den Textrand damit, oder damit könnt ihr den Textrand machen. So. Und die drei Wert- oder Wertzuweisungen, die funktionieren dort gleich. Das muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Gut, das war es jetzt erst nochmal mit den Feinheiten von der Textgestaltung. Textgestaltung, erinnert euch daran, ihr könnt auch alle anderen grafischen Sachen mit dazusetzen. Ihr könnt dem Text zum Beispiel einen Schatten geben über die ganzen Shadow-Variablen, die ich euch gezeigt habe. Ihr könnt denen eine andere Farbe geben und so weiter und so fort. Ein Gradient könnt ihr einfügen, ne? Da ist dieser, habt ihr alle Möglichkeiten, zu machen und zu tun und den Text euch anders zu gestalten. Gut, aber das könnt ihr dann auch selber ausprobieren, wie euch das gefällt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und ich vergesse es immer wieder, erinnert euch daran, falls ihr Nachfragen habt, falls ihr sagt, bei mir funktioniert das nicht so wie bei dir, dann schreibt es mir unten in die Kommentare hinein, sagt, das und das macht mir gerade Probleme oder dort und dort habe ich, glaube ich, einen Fehler und dann antworte ich so schnell wie möglich und versuche euch dann dabei zu helfen, selber Sachen zu programmieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann kommen wir eben auch tatsächlich zu einer ganz wichtigen Sache wieder, nämlich zu den Bildern. Wie bringe ich Bilder auf den Bildschirm? Dann und schalte das nächste Mal einfach wieder ein oder abonniert meinen Kanal. Bis dann!